Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten. Kurze Übungen, kommen jetzt hier einfach ein paar Videos aneinander mit ein paar Übungsaufgaben, und zwar hier 1 bis 3, und zwar zum Thema Dezimalfaktoren und Zehnerpotenzen. Also einfach das hier ganz, ganz schnell runterrechnen. Also jetzt hier zuerst die numerischen Vorfaktoren. 4 mal 1,5 ist 6 und 10 hoch 2 mal 10 hoch 4 ist dann sozusagen 10 hoch 6. Ja, das war schon mehr. Dann die Aufgabe 2. 5 mal 10 hoch 3 mal 4 mal 10 hoch 2 ergibt wieder hier diese Vorfaktoren, ergibt hier 20. Und dann habe ich hier 10 hoch 3 mal 10 hoch 2 ergibt 10 hoch 5. Das kann ich noch anders schreiben in 2 mal 10 hoch 6. Also hier diese 0 sozusagen hier oben in der Exponenten verrechnen. Dann hier die 3. Wieder hier diese Vorfaktoren verrechnen, 2 mal 7 ergibt die 14, und hier 10 hoch minus 5 mal 10 hoch 3 ergibt zusammen 10 mal hoch minus 2. 10 hoch minus 2 bedeutet, das kann man zwei Stellen, also von hier, nach hier verschieben, ergibt 0,14. Oder man lässt es halt einfach so stehen. Gut, so, das war hier erstes Video. Jetzt geht es gleich hier im nächsten Video weiter mit weiteren Aufgaben. Also dranbleiben, bis gleich.